Sorry Leute, aber der Jan hat vergessen, mir die Tonaufnahmen für die Anmoderation zu schicken. Heißt, die Anmoderation, da habe ich nur die Kameraaufnahmen. Das heißt, den Ton, den ihr bei der Anmoderation hört, der ist nur der Ton von der Kamera. Deswegen klingt es nicht so gut. Aber das restliche Video ist super. Dann wünsche ich euch viel Spaß und let's go. Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge der Koop-Torwart-Spielerkette zusammen mit dem Jan. Hi. Hi. Wir sind heute hier im Studio. Das ist absolut krass. Natürlich nehmen wir wieder ganz normal die Koop-Torwart-Kette auf beiden Kanälen. Könnt ihr gerne bei ihm abchecken. Und hier sehen wir die Tabelle. Ich habe heute mein Spiel gegen Schalke und gegen Hertha BSC. Das wird beides richtig schwer. Die Tabelle sagt, dass wir hier knapp vor Hertha sind. Von den Punkten bin ich ja eigentlich fast an dir dran, kann man schon sagen. Je nachdem, wie du jetzt spielst und je nachdem, wie ich spiele. Ich hoffe, dass wir gegen Schalke wenigstens einen Unentschieden rausholen und gegen Hertha dann gewinnen. Gegen Nürnberg kannst du schon schaffen. Ich bin gespannt. Wir schauen einfach mal, wie es läuft. Und ich würde sagen, let's go. So Leute, wir haben jetzt unser Spiel gegen Schalke. Die sind natürlich richtig, richtig gut dabei. Ja, wie gesagt, Platz 3. Mal gucken, ob wir wenigstens einen Unentschieden rausholen können. Wäre natürlich wirklich gut, weil wir gegen Hertha dann den Anschluss nicht verlieren und die dann ein bisschen wegboxen könnten. Das wäre super. Burgstaller, einer der Top-Torjäger. Ja, das wird gefährlich. Und Tommy von Studitown. Ja, da muss ich gut halten, Leute, aber es kriegen wir hin. Leute, es schneit! Winter. Was für immer noch? Noch nie geschneit, Alter. Klar. Letzte Folge oder so, also wir hatten schon mal Schnee, das weiß ich ganz genau. Das wollen wir nicht. Arz. Direkt mal reinhechten wie so ein Irrer. Ist ja so gut gewesen. Jetzt ist Kajubi da. Und nein. Ich bin aber auch da. Was soll der Scheiß? Guck doch auf sein Handy. Ja, ist echt so. Du warst gerade ganz an deinem Handy, wenn du jetzt nochmal geguckt hättest. Komm jetzt, Schalke. Jetzt muss das Tor kommen. Jetzt aus der Drehung. Das zählt nicht, oder? Ja. Was? Ja, Mann. Ja, ich lieb dich. I love you, man. Da will ich jetzt aber den Videoschiedsrichter sehen. Nicht vor der Halbzeit. Ja. Nein. Diesmal zählt's. Du kannst da nichts Schalke machen. Schalke 04. Ich weiß nicht, was heute los ist. Ich kann bei jedem Schuss nichts machen. Es kommen wenige Schüsse auf mein Tor, aber ich kann bei jedem nichts machen. Ich stand gar nicht so schlecht. Bin gesprungen, aber komm einfach nicht hin. Ach komm. Dann bin ich da. Boah, Jan will jetzt auch ein Tor machen, wie ich damals mit Kraft. Oh, jetzt Augsburg, das ist doch die Chance. Ihr seid doch komplett bekloppt. Das ist die Chance, würde ich sagen. Das war eine richtig gute Chance. Ich wollte ihn ja nicht anwählen, aber das ist halt typisch FIFA, ne? Im PES hält er richtig drauf dann. Egal, was passiert. Im PES machen die das schlau, aber in FIFA... Und in FIFA spielen sie 20 Pässe. Er hat 20 Pässe nochmal gespielt, locker. Komm! Oh, ey, das gibt's ja noch das Pech. Hab ich gesehen. Ihr Idioten, Alter. 6 Paraden schon wahrscheinlich. Unentschieden wäre eigentlich besser. Ja, natürlich wäre das besser. Auch für mich. Ja, für mich ja vielleicht auch. Warum hältst du dann? Ja, weil ich natürlich trotzdem gut spiele. Haben wir auch den Top-Torschützen. Ja, aber der hat kein Tor gemacht. Alter, das kann nicht sein, Mann. Fährmann ist auf jeden Fall da. Ich meine, Fährmann ist auch ein guter Torhüter, aber was du mit dem raushaust, das kann doch nicht sein. Was ist denn mit dir? 8 Paraden habe ich. Ich habe eine. Stark, ne? 9. Ach Leute, wir haben das Spiel auf jeden Fall schon verloren. Und jetzt ist es nochmal sicher. Das war mir schon fast klar, dass jetzt noch ein Tor fällt. Eigentlich doof. Ich hätte eine Unentschieden besser gefunden. Was machst du, Mike? Wieso? Ja, du hältst doch 9 Schüsse aufs Tor und da ist keiner drin. Dafür kann ja ich nix. Ja, aber du musst ja keine Tore reinlassen. Ja, das kann ich aber nicht. Bei Flanken sowieso nicht. Der erste, okay, ja. Egal. Aber Flanken, das geht sowieso nicht. Das ist nicht egal, weil wir den Anschluss natürlich wieder verlieren an Hertha oder so.
und wir jetzt gegen die spielen. Das ist, ja, naja. Mach mal. Bitte. Hertha BSC. Ich hab gehört, Hertha hat einen richtig guten Trainer. Ach doch mal. Ja. Ich hab gehört, die haben Kraft. Der hat schon ein Saisontor. Stimmt. Und ein Eigentor. Wow. Schnee. Leute, zweites Spiel. Wir spielen hier mit Augsburg natürlich, aber gegen Hertha BSC. Jan darf diesen krassen Torhüter spielen, der schon ein Eigentor hat und auch ein eigenes Tor geschossen. Ja. Das ist super. Ich weiß nicht woher, aber er hat es auf jeden Fall. wenn wir jetzt hier gewinnen, dann können wir auf jeden Fall 1, 2, 3, 4, 5 Plätze gut machen. Denn Dortmund hat verloren. Dann könnten wir die auch überholen und Hertha sowieso. Also das wird krass. Ich gönne es dir ja, auch wenn du mal gewinnst. Oh, das gibt's doch nicht. Ja. Na klar. Unrealistisch, dass das Stadion ausverkauft ist. Ich finde es wirklich, wieso kann in FIFA nicht mal auch so, dass die Stadien, dass dann nicht alle Plätze besetzt sind? Muss das, alles besetzt sein. Das ist ja zu krass. Das gibt es ja sogar in Football Manager. Auch in der dritten Liga ist alles besetzt. Ja, aber also bei Braunschweig ist es immer ausverkauft. Ja. Oh nein. Oh nein. Oh ja, Junge. Was eine Parade. Von diesem krassen Torhüter. Der hat's einfach so drauf. Jetzt. Komm. Lass ihn durch. Eigentor und so. Oh. Mist. Jetzt bitte. Kraft. Sag ich dazu nur. Jetzt geht's los. Hertha. Und wieso ist da ein Mike? Jetzt Kajubi. Nee. Ja. Das kann nicht sein. Alter. Das kann nicht angehen. Maschine. Was ist das denn? Sein lässt sich Kajubi doch nicht nehmen. Das gibt's nicht. Wer ist eigentlich Kajubi? Der Top-Torschütze. Was für ein Top? Von Augsburg. Ja, 2 Tore heißt doch nicht gleich Top-Torschütze. Mindestens 5 hat er. Der hat ja schon mal einen Hattrick gemacht. 17. Spieltag. Ja. Mindestens. Oh Gott, nein. Oh ja. Richtig gut wieder. Oh, gegen Hertha, immer gegen Hertha. Gott verdammt, was war das denn? Oh, da will er das Tor machen. Oh, immer gegen Hertha, was ist hier los? Oder mit Hertha irgendwie. Wenn Hertha im Spiel ist, da ist alles verrückt. Halbzeit 0-0. Ich will nicht, Mann, nee. Also du darfst ja gerne, dürftest sogar meinetwegen gewinnen, aber nichts, also nichts zu null. Also deswegen will ich auf jeden Fall, dass Hertha ein Tor schießt. Ja, aber ich will aber auch jeden Fall, dass Augsburg dann mehr schießt. Nee, mach nochmal. Oh nein, nee, das finde ich nicht gut. Jetzt. Finde ich nicht gut. Jetzt. Finde ich nicht da gut. Da haben sie das doch super gespielt und dann kommt er nicht zum Schuss. Den hätte er ja niemals gekriegt. Klar, alles habe ich hier bekommen. Komm, ja. Nein, wieso hältst du den Ball? Ich weiß nicht, ich habe eher nicht so Bock auf eine Niederlage. Was? Warum? Ich könnte mit einem Sieg weit nach oben kommen, aber scheinbar haben die auch nicht so Bock auf einen Sieg. Das ist, ja, super. Na, was machst du denn? Jetzt! Was machst du denn? Ja. Was ist das denn? Und meiner springt wieder nicht! 1-0. Das ist so eine Verarsche. Heute läuft gerade richtig. Guck mal, hier, jetzt kommt er da irgendwie durch und jetzt drücke ich auf Springen, dass er quasi so auf den Ball drauf springt. Und was macht meiner? Rennt einfach vorbei. Das Tor ist leer. Oh, ja, Mann, nein! Keine Lust mehr, so eine verkackte Kacke in meiner Kackhose. Ich hab keine Lust mehr! Okay Leute, nächstes Spiel ist gegen Jan, das wird super schlecht, weil wir das auch noch jetzt aufnehmen und der Tag heute echt, das läuft gar nicht. Läuft richtig gerade bei mir. Ja, lasst trotzdem eine Bewertung da, haut rein.
Bis dahin. Ciao.